Hariharon, Harry Virorum, so Super Mario Maker. Super Mario Maker. Das Mario Maker? Maker. Es ist der Mario Maker. Ach Gott, das ist wieder so ein urcooles Level. Ja, I guess so. Hey, lauf mal nach rechts, wie wär's? Okay. Alrighty then. Ich hab so ein dummes Gefühl. Als wäre das useless as fuck, ja? Ja. Du musst da mit Anlauf rüber. Hup! Ficken! Na gut, das ist alles machbar, ne? Es ist so ein. So ein unheimlich. Präzisionsfick dich Level. Gut! Ich glaube, du musst mit einem Schwung rüber. Ja? Ja. Okay. Nein. Zu wenig. Du musst früher springen. Hm. I guess so. I guess. So. Geh bitte, ja. Die Follow-up-Jumps ja. Sind nicht so einfach. Das ist auch ja, das ist leider richtig. Follow-up! Also, schreibt uns mal ein bisschen was in die Kommentare. Komm, müssen wir schreiben. Jetzt gerade passiert ja nicht ja, viel. Ja, geht's, scrollt ein bisschen runter. Schreibt uns gerade was in die Kommentare. Das ist voll zum Scheißen. Fick dich, Leute. Da muss ich einfach nur voll andrücken in Wirklichkeit dann. Das ist so gedacht, damit man da unten durchkommt, ne? Mhm. Schreibt uns einfach mal in die Kommentare, wie es euch geht. Was macht ihr gerade so? Was ihr macht, ja. Ja. Was ihr plant vielleicht heute noch, nachdem ihr dieses Video angeschaut habt. Wollt ihr mehr Videos von uns schauen? Oder denkt ihr euch, so heute ist genug? Habt ihr euch gedacht, weißt du, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe? Oh, das Jubiläums-Special vom letzten Jahr, das war ganz gut. Was machen sie wohl dieses Jahr? Also, als ob du bezahlt wirst, den Leuten das Video anzudrehen. Es ist nicht schlecht, keine Frage. Aber wie du immer bei jeder Gelegenheit das Jubiläums-Special betonst, war es wirklich awesome. So hart viel Arbeit, dass du das jetzt... Nein, aber es war awesome. Bitte überspring den Level. Nein! Das ist unheimliche Scheiße. I know. Ja, dann lass es. I know. I'm playing it. Alter. Wenn mich meine Nase nicht zu jucken, dann wär's einfacher. Ja, dann, das ist der Level, der deine Nase juckt. Dann mach einen anderen Level. Alter. Das gibt's ja nicht. Wenn du's, oh, er hat jetzt die Claw. Die Tekken-Position, also die Fight-Stick-Composition. Das ist lächerlich, oder? Wieso kann er nicht Follow-up jumpen? Was ist dein Problem, Mario? Und Sprung. Er springt nicht. Du kannst es so oft und so viel drücken, wie du willst. Du hast es ja schon geschafft. Ja. Also, ich. Jammer nicht geschissen und red mit den Zuschauern. Ja, ich hab's ja gerade was gefragt. Ja? Und ich habe bisher noch keine Antworten bekommen. Tu einfach so, als hättest du eine. Oh, ja. Bild die Antwort. Es ist natürlich schön, dass du jetzt nach diesem Video dir dich um deine Befriedigung kümmerst. Finde ich cool. Denk dabei an mich. Also an uns. Denk an uns, ja. Am besten... In einem Bienenkostüm. Schreib uns in die Kommentare, wie es war. Nicht die Einzelheiten schildern, sondern... Nein. Einfach nur wie es für dich war, ob es für dich voll okay war. Fick oder das. Jetzt auf einmal will er nicht mehr. Na, mach weiter. Wie die Einzelheiten war, oder wenn du gar nicht dich um deine Befriedigung gekümmert hast. Und ich möchte betonen, nicht nur... Ich hab gedacht, run for your life. Nicht nur Masturbation ist Befriedigung. Ja. Auch, keine Ahnung, schlafen, duschen. Stimmt, ja. Es gibt doch Leute, die finden aufs Klo gehen befriedigend. Es gibt Leute, soll's die geben. Finden Essen befriedigend. Essen ist auch eine der menschlichen Befriedigungen. Alter. Oh, das ist gemein. Es ist hart. Das ist machbar. Es ist hart, aber machbar, ja. Du müsstest nochmal springen, damit du in die Luft wieder retour kommst, vielleicht. Aber es ist machbar. Ja, diese... Haha, ich stack einen Gegner über einen anderen Gegner und mach dabei eine Pyramide, ist so... Ja, warum nicht einfach so? Ja, weil es vorher nicht gescheit funktioniert, weil ich ein Heisel bin. Weil ich ein Heisel bin. Ja, aber jetzt kommst du nicht mehr runter. Muss ich das? Ah, doch, ja. Jetzt gut. Deshalb also run for your life, okay. Bowser.
One up. Sehr gut. Ja, na, warum nicht? One up. That's, wir haben jetzt bald wieder 100. That is how we roll in the Mushroom Kingdom. They see me mowing my front lawn. Danke, du, I'm wide and nerdy. Ich habe letztens wieder so einen urgeilen, extrem lang andauernden Weird L Flash. Was ist das schon wieder? Huh? Wirklich, Leute, scheiß doch auf diese dummen Hammer Bros. Eine Weird L Yankovic Hammer Bros, Kamek, alles. Was ist das? Fick dich. Nein. Nope. Weil wir beide diese Hammer Bros unbedingt wollen und dann noch. Ich habe kein Problem mit Hammer Bros. Ich habe ein Problem damit, wenn sie inflationär einfach eingepflastert werden, so bis es kein Morgen mehr gibt. Okay, wow, super. Das ist ein sehr ein hübsches Level auf jeden Fall, ja, finde ich gut. Hahaha! Urlustig seid ihr alle. Da ist auf jeden Fall ein Stern drin. Mario Maker ist ein Spiel, das bringt das Schlechteste in allen Menschen raus. Das ist ein Wahnsinn. Weißt du, nicht so arschige, schwere Level wie der vom Ross, sondern wirklich behinderte, stumme Level. Hey, du willst das? No. Oh, come on! Blöder Bastard. Weißt du, das sind solche Level, die unter normal sind. Und unter schwer hast du dann die Level, die 3% Completion Rate haben und wo du dann einfach nur nichts machen kannst. Und leicht hast du nur Automaro Level. Hey, Lavan, super. Deine Zeit, 10 Sekunden. Yay. Ja, wir haben nicht mehr viel. Wir haben es bald. Aber wir sind machen dann bitte keine 100 Mario Challenge mehr. Ich bin der Meinung, das Einzige, was man irgendwie machen kann in dem Spiel, ist Mario-Challenges, weil alles andere ist ja eher zach. Außer die Leute finden für uns tolle Level, die wir spielen sollen und schreiben sie uns in die Kommentare. Ja, das wäre natürlich optimal. Das wäre super. Allerdings können wir uns ja auch selber Level suchen. Können wir das? Ja, sicher. Ich weiß nicht, ich habe relativ viel zu tun, ich bin viel beschäftigter Mann. Nein, ich meine jetzt in dieser Episode. Ach so, das meinst du? Naja, nein, aber ich rede von wirklich Level suchen. Wirklich Level suchen. Ja, da gibt es sicher Foren und alles Mögliche. Wenn wir uns da irgendwie nur ein bisschen umschauen würden. Oh. Ja, gut, das funktioniert nicht. Büdüm. Hättest du vielleicht mitnehmen sollen, oder? Ah, nee. Braucht ja keiner, alles gut. So, perfekt. Ja, cool. Ja, nein, aber wo war ich? Ich war gerade vorhin, dass unsere Zuschauer oder Zuschauerinnen sich selbst befriedigen. Ach so, ja. Das finde ich voll okay, macht das. Es ist voll wichtig. Alle Leute, die euch sagen, dass ihr blind werdet dadurch oder keine Ahnung. Die lügen. Dass ihr ist glatt gelogen. Dass ihr Gott oder irgendwen. Euch wachsen Haare auf den Händen. Ja, gut, aber ganz ehrlich, so eine schöne, dichte Mähne auf den Händen hat noch niemandem geschadet. Na, eh nicht. Oh, ein Flying Goomba. Frag mal Meatloaf. Meatloaf? Ich finde ja die Geschichte hinter seinem Namen so geil. Haben wir das nicht irgendwann mal angesprochen schon? Ja, Meatloaf heißt Meatloaf, weil er gerne Meatloaf isst. Also, Schweinsbraten. Ja, ja. Also, nicht Schweinsbraten, Hackbraten. Hackbraten sagen nur die Deutschen. Wir sind hier in Österreich. Du Kackbratze. Also, du Kackbratzu. Bratzu, Alter. Ah, das ist so. Das finde ich aber cool. Ja, das ist nett. Das werde ich mal abschauen für die Kreation von meinen Levels. Ja, ich bin ja schon gespannt, wann kommt mal was. Wenn ich mal eine fertig mache und nicht. Ich habe tatsächlich auch schon relativ coole Ideen für Levels eigentlich, aber ich bin noch nicht so wirklich vertraut mit dem Maker-Tool. Das Problem ist, Scheiße. Du musst. Ich habe ja alle Blocks freigeschalten, weil normalerweise ist es ja so vorgesehen von Nintendo, dass du jeden Tag einen freischaltest. Und da das mir zu lang dauert, 14 Tage lang zu warten, ist einfach so, du kannst einfach einen Block nehmen und über das Ganze drumherum spammen. Nimmst nur Blöcke oder Münzen und spammst einfach den ganzen Editor voll. Ja. Weil dann nimmt an, dass es ist nämlich anhand der platzierten Blöcke. Okay. Also dass das freigeschalten wird oder nach Zeit.
Und wenn du einfach, was weiß ich, 3 Millionen Mal irgendwas spammst, dann nimmt das Spiel an, dass du so viel Level created hast. Genau, und deswegen gibt es da dann die Sachen vorher. Ah. That makes some sense, yes. That makes some sense. Hui! Die Münzen nehmen uns natürlich mit. Sicher, bing, alle. Bing, 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 ich finde das schön, dass diese Münzblöcke da gemacht worden sind, damit man sich die Zeit vertreiben kann, ja, bis schon. Die Blöcke wieder frei sind. Das finde ich aber auch gut. Das ist einfach, das ist eine Kleinigkeit, aber die macht's aus. Ich meine, der Level ist jetzt nicht schwer oder besonders kreativ, aber... Ich muss sagen, okay. So einfach ist der echt nicht. Also der ist auch sehr, sehr komplex eigentlich und ich finde das ganz nett. Ich meine, es ist sicher nicht der Oberlevel, nein. Ach Gott, fuck. Der Oberlevel. Mm. Das ist ein Totenkopf. Soll mir das was sagen? I don't know. Mal schauen. Das ist auf jeden Fall mal ein... Das nächste Mal bei Couch Loops geht's ja, weiter. Ciao, Baba. Ciao, Baba.